Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multibärmann. Heute gibt es eine Runde StarCraft 2 auf Pink, ey. Gegen einen Terraner, ne? Terraner, gut, sollten wir theoretisch auch schlagen können. Also, wir haben noch nicht so ein hohes MMR hier auf diesem Account. Also, das ist auf jeden Fall möglich. Und letztes Mal habe ich ja hier meinen Free-Account gespielt. Und ich muss sagen, nach dem Spiel. Ah, nee, ich muss ja gewinnen. Hey, deswegen. Ich habe nämlich, glaube ich, hier verloren. Wollte gerade sagen. Man muss halt bei Free Accounts halt erstmal alles. Hey, Moment, wir spielen den Terraner. Free Accounts erstmal freispielen. Das ist halt im Unranked echt knüppelig manchmal. Vor allem, wenn man dann schon so hoch ist. Also, ich bin jetzt im Unranked bei dem Free Account schon so hoch, dass ich gegen Dia 2 und Dia 1 spiele. Also, dann da noch ein bisschen zu gewinnen. Wird schwierig. Aber egal, wir spielen jetzt erstmal mit einem normalen Account gegen den Terraner. Wir werden auf jeden Fall späte Echse nehmen. Falls irgend so ein Scheiß wie Cyclones kommt. Hier. Wir müssen auf jeden Fall durchgängig Probst bauen, weil gegen Terranos ist wichtig. Oh, meine Sonde hat hier noch kein Gas entdeckt. Er baut auf jeden Fall einen Reaper. Verpissen wir uns mit der Sonde einfach. Wir werden jetzt dann auf jeden Fall die Echse nehmen, nachdem wir einen Stalker-Konto gewusst haben. So, nehmen wir jetzt die Echse. Nehmen wir jetzt die Echse. Können, glaube ich, vorher nehmen. Danach Konto boosten wir auf jeden Fall einen Stalker. Das ist nämlich wichtig. Und jetzt nehmen wir auf jeden Fall unser Opto-Upgrade. Wir werden dann auch gleich nur Rovo setzen. Komm, die können wir jetzt hier ins Hinsetzen. Ein Rovo ist echt wichtig gegen Terraner. Stock ist da. Dann haben wir noch einen zweiten. Damit da unten auf jeden Fall schön unser Abwehrgebäude hinsetzen können. Was ist das mit dem Plan? Da unten bleibt zusätzliche Pylonen bauen. Eure Sonden werden angegriffen. Okay, das wird ganz schön haarig. Unbedingt Unsterblichen so schnell wie möglich. Faszinierend. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich mache die Bude hier dicht. Das, was wir jetzt haben, reicht ungemein gar nicht. Scheiße, da. Nicht ziehen lassen. Ist auch klar, dass es auf jeden Fall ein Push wird. Bedeutet aber auch, dass er keine Echse hat. Und wir brauchen unbedingt mehr Truppen. Unbedingt mehr Truppen. Wahrscheinlich wieder nach Hause gegangen. Sitzt auch, hat auch irgendwie. Ach ne, er hat vorher schon eine Echse gesetzt. Und wir gehen jetzt auf Bersen. Charge-Bersen. Falls irgendwas Fieses kommt, nehmen wir jetzt auf jeden Fall noch
noch hier noch einen Dings mit. Yes. Oh, ist hier für unsere Base. Auf jeden Fall noch mehr Unsterbliche. Scheint wohl noch nicht zu kommen. Wir gucken erstmal, was alles hat Schönes. Jede Menge Marines. Hier brauchen wir einen Charge-Bär. Er wird jetzt auf Stim warten und dann wird er nochmal durchdrücken. Templerarchiv und wir mit. Wir wollen auf jeden Fall wissen, dass er, ob er kommt. Der wird auf jeden Fall nicht lange auf sich warten lassen. Ob ich noch eine Robe brauche. Ich glaube, ich werde noch eine Robe bauen. Stimmt auch hier hin. Dorn können wir leider noch nicht erforschen. Sollten auf jeden Fall was gegen Tops jetzt noch uns absichern. Upgrades sollten wir nehmen. Blink, Storm nehmen wir mit. Ja, Blink nehmen wir erstmal Storm mit. Storm ist wichtiger als Blink. Jetzt kommt er. Mein Leben für Ayo. Mein Leben für Ayo. Die lasse ich irgendwo oben. Es geht auf die 4, das ist die. Das ist egal, nehmen wir jetzt auf 4. Das Licht der Kassade. Ich wollte vor unserer Base stehen. Wie ihr mein Leben für. Da kommt er. Mein Leben für Ayur. Nicht ziehen lassen so sehr. Hat er auf sich fast schon selbst gekillt. Mein Leben für Ayur. Mineralienfeld erschöpft. So, Upgrades. Und wir nehmen eine Echse. Nicht genügend Energie. Meine Aukasa. Mein Leben für Ayur. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ayur! Ich möchte noch ein paar Sentries und eine Echse langsam. Erneut diene ich. Er kommt auf einmal mit Widowmines. Erneut diene ich. Die fangen wir jetzt einfach ab. So diene ich. Amen. Mineralienfeld erschöpft. Gedanken. So, gib uns eine Base, nehmen wir uns ein Zeug, was wir haben. Nicht genügend mein Leben für Ayur. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Erklärt euch. Und bauen noch ein paar Gates. Ne, nehmen wir erstmal eine Echse. Wir stellen uns der Dunkelheit. Euer Denken gleicht dem meinen. Und knüppeln einfach weg. Einigkeit liegt stärker. So die. Durchgeführt.
So, wollen wir nochmal Gates und Upgrades. Unsterbliche dazu. Die sind natürlich hart. Genommen und bauen wir noch ein paar Gates dazu. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kassadit. Ihr erneut Kassadit. Okay, das ist ein spannendes Spiel auf jeden Fall. Nicht genügend Energie. Ich bin. Kassar, die Templar. Mein Leben für Ajur. Ach ja, ich verspiele mich manchmal bei gegen Terraner, weil Terraner einfach viel zu einfach sind. Unsere Gedanken. Wir erklärt euch. Scheiße, meine Aufgabe. Mein Leben für. Erklärt euch. Verlangt. Ich vernahm euren Ruf. Lauscht dem Klang des Todes. Vergeltung wird kommen. Wir marschieren zum Sieg. Ich unbedingt hier Blink. Mineralienfeld erschöpft. Ihr seid. Mineralienfeld erschöpft. Ganz schön anstrengend, ey, ohne Scheiß. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Ruckwissen, um einfach ein bisschen zu nerven, ey. Scheiße, ey. Ich vernahm euch. Unsere Gedanken sind eins. Es ist immer so erschöpft.
nicht. Ach. Ich vernahm euch. Ach, wie ich die hasse, diese Dinger. Zurück, ne? Das ist echt blöd. Upgrade durchgeführt. Kall. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Upgrade. Kassar de Templari. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Echt keine Mineralien mehr. Das wird jetzt mein Problem sein. Ja, das ist echt das Problem. Terraner! Kannst du nicht besiegen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur! Und? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kassar de Templari. Ihr sind das Licht der Kala. Ula. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur! Nicht genügend Energie. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Naja, GG. Ja, hat er gewonnen. Alter, ey, Terraner. Das ist ja so easy zu spielen. Oh, das kann doch nicht sein, ey. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Oder in der Endcard. Bis dahin. Tschüss, tschüss, euer Mutti Bier. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Muttibär. Tschüss, tschüss.